Stell dir vor, du bist CEO des größten Energieunternehmens der Welt und bezeichnest dich selber als The World's Greatest Company. Und ein Jahr später fährst du den Kanan so gegen die Wand, dass daraus nicht nur die größte Pleite der US-Geschichte entsteht, sondern du auch noch einen anderen Multimilliardenkonzern mit in den Abgrund reißt. Und was diese Firmen, die Logos habt ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwo gesehen, damit zu tun haben, schauen wir uns heute an. Die BWLer unter euch kennen wahrscheinlich die Firmen aus ihren Praktika in den ersten Semestern. Für alle anderen, diese Firmen nennt man die Big Four. Warum Big Four? Einfach weil es die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt sind. Was die meisten Leute von euch nicht wissen, ist, dass es vor 20 Jahren noch die Big Five gab. Also fünf große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Welt. Wobei der fünfte durch diesen Skandal seine Türen schließen musste. Ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und behaupte, die meisten von euch sind keine Boomer. Das heißt, ihr habt keine Ahnung, was im Jahr 2000 passiert ist und stellt euch jetzt folgende Frage. Wer oder was genau ist Enron und die Low-Performer, was sind Wirtschaftsprüfungsgesellschaften? Auf die erste Frage werden wir eingehen. Enron war Anfang der 2000er eins der größten amerikanischen Energieunternehmen. Enron bezeichnete sich selber auch in internen Veröffentlichungen gerne als The World's Greatest Company und wurde auch von zahlreichen Medien für lange Zeit als angeblich höchst innovatives Unternehmen gelobt und ausgezeichnet. Ziemlich weirder Flex, aber man könnte das auch mit heutzutage einem Google oder Apple vergleichen. Die Geschäftstätigkeit war recht simpel. Man verkaufte Rohstofffutures, hauptsächlich für Strom und Gas, und hat damit auch quasi den Onlinehandel für Energie erfunden. Später konnte man sogar mit Derivaten auf das Wetter spekulieren. Das Wirtschaftsmagazin Economist hat Enron deshalb auch als Hedgefonds mit angeschlossener Gaspipeline bezeichnet. Damals galten diese Finanzprodukte als revolutionär. Heute, ja, eigentlich nicht mehr, und gerade beim momentanen Markt hat wahrscheinlich schon jeder 16-Jährige mal mit gehebelten Crude Oil Futures gehandelt. Spannen wir jetzt wieder den Bogen zurück zu den Big Four, beziehungsweise im Jahr 2000 den noch Big Five. Denn Arthur Andersen waren die Jungs, die den Jahresabschluss von Enron geprüft haben, und das mittels der Market-to-Market-Bewertungsmethode. Das ist die Bewertung von Finanzinstrumenten zum Marktpreis am Tag des Geschäftsabschlusses. Das Problem bei der Methode ist, dass, wenn kein geeigneter Marktpreis festgestellt werden kann, muss auf eine andere Bewertungsmethode zurückgegriffen werden, und diese ist nicht immer ganz objektiv. Nice. Dadurch ist es möglich, dass Aufträge am Tag der Übereinkunft als Einnahmen angerechnet werden. Das heißt, Enron konnte einen beliebigen Auftrag von, sagen wir, 60 Millionen noch am selben Tag der Abwicklung als Umsatz in den Jahresabschluss mit einrechnen, obwohl die Summe vielleicht erst in den nächsten 10 Jahren erwirtschaftet wird. Auch ist es bei dieser Methode egal, ob der Deal wirklich zustande kommt oder nicht. Auch die Höhe der Geldsumme des Auftrages konnte von Enron selber bestimmt werden. Alright. Ich denke, ihr kennt schon, wohin das Ganze führt. Wenn das Unternehmen mehr oder weniger selbst entscheiden kann, in welcher Höhe die Aufträge gebucht werden, führt das natürlich dazu, dass Enron sich auf dem Papier als wesentlich lukrativer dargestellt hat, als es tatsächlich war. Was übrigens ein guter Tipp ist, falls ihr irgendwas aus dem Video hier mitnehmen wollt. Hinzu kommt noch das Kreieren sogenannter Special Purpose Entities. Das waren Schattenfirmen, die Enron geschaffen hat, um Schulden zu verbergen, die sie angehäuft hatten. Enron hat dann Arthur Andersen davon überzeugt, diese Schattenfirmen nicht bei der Prüfung mit einzubeziehen. Das heißt, diese Schattenfirmen mit den Schulden waren gar nicht auf der Bilanz auffindbar. Dadurch wirkte Enron auf dem Papier als super lukrativ und konnte ein enormes Wachstum vorweisen. Arthur Andersen hat das Spiel jahrelang mitgespielt. Der ein oder andere von euch hat wahrscheinlich jetzt ein Déjà-vu und denkt sich, ein super erfolgreiches, innovatives Unternehmen, was rasant wächst und auch eines der größten Konzerne des Landes ist, geht aufgrund eines Betrugsskandals bankrott. Die Geschichte habe ich, glaube ich, in letzter Zeit irgendwo schon mal gehört. Die Wirecard, die haben wir auch im Fonds, ist für uns seit Beginn an eine Lieblingsaktie. Die war zwischendurch in allen möglichen Medien totgeschrieben. Oh, die gehen pleite und was ich was alles. Ja, da gab es ja mal einen Skandal. Ja, da gab es auch einen Skandal. Gut, wir könnten natürlich jetzt noch weiter ins Detail gehen und weitere Parallelen aufzeigen, aber A, das Thema ist viel zu komplex, B, wahrscheinlich interessiert es keinen, und C, der wichtigste Punkt, ich werde nur für ein 5-Minuten-Video bezahlt, das heißt, wir machen weiter. Der damalige CEO von Enron, Jeffrey Skilling, spielt bei dem ganzen Spuk eine entscheidende Rolle. Er war es, der die dubiosen Machenschaften mit Arthur Andersen einfädelte und auch darüber Bescheid wusste. Well, actually, our natural gas business was extremely strong in the third quarter, but in addition, the power markets all around the world are deregulating, and Enron has a significant position in those markets, and so that helped the quarter as well. Da Enron im Energy Trading Bereich tätig war und es innerhalb der Branche schon ein offenes Geheimnis war, dass irgendwas bei Enron faul ist, begann die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC Anfang 2001 mit Ermittlungen gegen das Unternehmen. Im Oktober 2001 fängt die Hütte dann richtig an zu brennen und Arthur Andersen beginnt mit der Vernichtung belastender Beweise. Im Dezember 2001 meldet Enron endgültig Insolvenz an. Ja, aber davor, im August 2001, kam der Big Brain Move von unserem Freund Jeffrey Skilling.
Er tritt 4 Monate, bevor das Unternehmen endgültig bankrott geht, als CEO von Enron zurück. Ein Jahr vor dem Kollaps zahlte er und die weiteren Führungskräfte sich noch ca. 744 Millionen Dollar in Form von Gehältern, Boni und Aktienzuschüssen aus und holten finanziell noch alles raus, was es zu holen gab. Was übrigens auch meine Strategie bei diesem Kanal ist. Arthur Anderson wird durch das US-Justizministerium wegen Behinderung der Justiz verurteilt. Der durch den Skandal einhergehende Reputationsschaden führt dann dazu, dass Arthur Anderson kurze Zeit später die Dienste selber einstellt und aufgelöst wird. Das Mastermind hinter der Betrugsmasche Jeffrey Skilling wurde im Rahmen der Anklage in 19 Fällen von Wertpapier- und Überweisungsbetrug zu einer Freiheitsstrafe von 24 Jahren und zu einer Geldstrafe von 118 Millionen US-Dollar verurteilt. Letztendlich saß er von den 24 Jahren aber nur 12 Jahre im Knast und wurde schließlich freigelassen. That's our vision. We're trying to change the world. Nach der Entlassung gründete er relativ schnell eine neue Firma, die er auch heute noch betreibt. Diese spezialisiert sich auf das Investieren in Öl- und Gasassets und, ja, wenn wir uns die letzten Monate mal anschauen, hat er anscheinend da auch den richtigen Riecher wieder gehabt. Er lebt zusammen mit seiner Frau in Houston in einer 1,7 Millionen Dollar Villa oder, naja, eher Haus, es ist halt der Marktpreis von dem Dinge, also inflationsbereinigt eine Einzimmerwohnung in München. Das heißt, letztendlich, wenn man mal drüber nachdenkt, vielleicht alles gar nicht mal so ein schlechter Deal. Was auch ein guter Deal ist, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen hoch gibt. Wenn du mehr über Betrugsskandale sehen willst, dann schau dir doch bitte dieses Video von den Kollegen von Simplicissimus an.